Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Satisfactory Update 5. Ja, ich habe mich doch noch entschlossen, nochmal weiter looten zu gehen, denn da hinten sieht man direkt von dem Punkt aus, wo wir den letzten, das letzte Wrack gelootet haben, sozusagen. Kann man sofort da bei den zwei Streben, da ist es, sehen, dass da ein weiteres Wrack liegt. Und da muss ich natürlich sofort hin. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Nehmen wir das ganze Zeug hier mit. Auch hier ist nochmal die Aufnahme mit dem Mikro schief gegangen. Und ich muss das Ganze nachvertonen. Also ist das Ganze nicht ganz so synchron, wie als hätte ich direkt gespielt. So, bis hierhin sollte es reichen. Ja, den Sprung, denke ich, den kann man wagen. Nehmen wir noch den Rest mit. Einmal hopp. Perfekt. Ja, und hier fliegt dann auch der Große her. Das ist echt schön gemacht, das Spiel. Immer, kann ich immer und immer wieder sagen. Ja, da hinten ist so ein Loop, aber die haben ja noch keinen Sinn. Und dann klären wir mal da hier ein bisschen. Okay, diese kleinen Viecher. So. Und dann können wir mal gucken, was wir hier brauchen. 30 Megawatt, das sollte kein Problem sein. Und den zweiten eben platt machen. Da braucht man nicht mal ein Upgrade für. Können wir einfach Zeug rein und dann funktioniert es schon. Und dann haben wir Nummer 6. Sehr hervorragend. Läuft. Okay. Jetzt müsste man sich entscheiden. Die nehmen wir nochmal mit. Und die lief es jetzt nicht, aber die Modular Frames. Packen wir den ganzen Mist wieder raus. Da müsste man sich jetzt entscheiden, ob man weitersucht oder ob man die 6 jetzt nimmt und zurückgeht. Also ein bisschen wollte ich schon mehr haben. Ja, aber da liegt ja noch was, das wir mitnehmen müssen. Hier, Heatsinks. Sehr gut. Okay. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich werde noch mal ein bisschen rumlaufen und dann gucken, ob wir doch lieber zurückgehen. Weil ich habe eigentlich vor, dieses Areal hier noch komplett zu durchkämmen und zu gucken, ob wir noch Wracks finden mit den Hard Drives oder nicht. Ja, und ich habe mich dann doch entschlossen, noch ein bisschen weiter zu suchen, denn da waren wir gerade. Und hier in so einem kleinen Tal, wirklich da von der Abschlussstelle ganz nah, ist eine nächste Abschlussstelle. Und da muss man natürlich hingehen. Das ist ja mehr oder weniger, liegt ja auf dem Weg, sozusagen. Da müssen wir jetzt irgendwie runterkommen. Ich denke, der Sprung sollte möglich sein, wenn man da an der Wand entlang rutscht. Naja, hat nicht ganz geklappt, da habe ich aber überlebt. So, der Abstand, den schafft man mit den Blade Runnern auf jeden Fall. Easy. Okay, jetzt ist hier natürlich so ein großes Vieh, ich habe da das gesehen. Das ist natürlich total lästig. Müssen wir mal gucken, ob wir das bekämpfen oder ob wir das abschirmen. Ja. Habe ich wohl einfach gemacht. So, da brauchte man jetzt nur Rotoren für, ganz einfach. Ich habe das Viech wohl doch nicht besiegt. Sieht so aus, als hätte ich einfach mich vorbeigesneakt. Ja, man will ja jetzt auch nicht hier wahllos diese Alien-Monster da töten, sondern man möchte ja vielleicht auch einfach nur den Loot. Ja, es gibt hier noch einige Höhlen und so, aber das hat jetzt erstmal nicht Vorrang. Vorrang haben die Rezepte, damit wir auch in der Fabrik weiterkommen. Ja, und das sieht natürlich auch hier wieder richtig schön aus. Ja gut, da gehen wir jetzt mal nicht her, da ist Gift. Ja, vielleicht kommt man da über diese Strebe hoch. Mal auschecken. Ansonsten kommt der gute alte Freund, ne, die Leiter. Ne, das sieht nicht gut aus, da falle ich nachher rein. Ich kenne mich. Also lieber Stückchen weiter und die Leiter benutzen. Ja, ich denke, da sind wir wieder oben.
Und ja, da ist die Abschlussstelle von gerade. Und exakt oben ist eine neue. Also es ist wie, als würde man Brotkrumen folgen. Sind hier wieder so kleine Viecher. Schnecken nehmen wir auch immer mit. Ich meine, haben wir jetzt über 100 Teile von, aber man kann nie genug haben. Und da gehen wir jetzt mal hin zu der Abschlussstelle. Kurz über die Schlucht drüber. Na gut, die brauchen wir auch für die Medicals, ne, später, wenn wir die craften wollen. Und da haben wir die mit wieder den kleinen Viechern hier. Das Schwein oder was? Immer schön springen. Man trifft, da wird man eigentlich nicht getroffen. So, 25 Megawatt ist auch überhaupt kein Problem. Da brauchen wir auch kein Upgrade, einfach nur anschmeißen. Und dann haben wir Nummer 8. Hervorragend. 8 ist schon mal richtig gut. Da können wir schon richtig was aufbauen, wenn wir Glück haben. Guten alten Modular Frames nimmt man mit. Ja. Die Kabel können wir liegen lassen und die Schrauben, das ist jetzt nicht so cool. Circuit Boards kann man immer mal gebrauchen. Gut. Ja, es sieht doch echt schön aus hier. Jetzt die Frage, geht man zurück oder lootet man weiter? Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen rumlaufen und gucken, ob ich was finde. Und dann natürlich euch wieder mitnehmen. Erstmal jetzt vor diesem Viech fliehen, weil wenn wir nicht kämpfen müssen, dann wollen wir auch nicht kämpfen. Die Paleberries mitnehmen. Ah, jetzt komme ich hier nicht hoch. So. Und zurück auf den Übergang der Schlucht. Da hinten ist das alte Wrack, da waren wir schon. Und unten rechts müsste das sein, was unten ist. Ja, auf dem Weg haben wir noch hier so eine schöne, eine gelbe Schnecke dürfte darunter sein. Ja, ein bisschen die falschen Knöpfe gedrückt. Jetzt fliegt das Ding da. Das kann man leider, glaube ich, nicht mehr aufheben. Na, probieren wir es einfach so. Hat gepasst. Dann nehmen wir uns noch die gelbe Schnecke mit. Sind immerhin zwei Upgrades. Sehr gut. Ja, das Areal, das sieht auch sehr schön aus, ne? Mit den Blumen und den Bäumen. Ja, man müsste jetzt gucken, ob ich noch ein bisschen rumlaufe. Das ganze Areal ist noch nicht durchkämmt, aber wir brauchen ja auch den nächsten Milestone. Und ja, nutzen wir mal für die weitere Exploration, weil soweit ich weiß, kann man mit dem Explorer dann auch die Karte besser aufdecken, wenn man den fährt. Also fahren wir noch ein bisschen hierher und decken die Karte auf. Ja, leider ist die Suche erfolglos geblieben. Es bleibt bei 8. Einen hauen wir direkt da rein. Dann räumen wir unser Inventar auf. Und dann müssen wir nochmal gucken, wie viele Computer wir gemacht haben. Bin ich mal gespannt. Und ja, der arbeitet gerade nicht. Das sind 61. Ja, da fehlen immer noch 40, aber das kann eigentlich nicht sein bei der Länge, wo ich weg war. Da scheint kein Plastik nachzukommen. Das ist ein Problem. Da müssen wir natürlich gleich mal schauen, woran das liegt. Aber ich habe schon so eine Vermutung. Ich vermute, dass. Ups, nichts passiert. Dass das Heavy Oil vollgelaufen ist und deswegen die Fabriken nicht mehr produzieren. Dann räumen wir eben das Inventar auf. Ja, dann fehlen noch. Okay, mit den gefundenen Computern fehlen nur noch 31. Dann bauen wir die Charts, damit die Schnecken auch weg sind. Sogar drei. Gelbe Schnecken gefunden. So. Und dann gehen wir zurück
und packen jetzt einfach ein bisschen Plastik so rein, damit er schon mal weiterarbeitet. Und dann kümmern wir uns gleich um das Problem, was wir dort hinten bei den Raffinerien haben. Ist ja zum Glück keine weite Strecke mehr. Und ja, das Öl ist voll, das ist gut. Ja, und da ist es, das Heavy Oil ist vollgelaufen. Ja, das ist das Problem. Das heißt, die Raffinerien arbeiten dann natürlich nicht mehr, weil das nicht mehr abläuft. Das heißt, wir brauchen mehr Platz in den Tanks. Jetzt fehlt uns natürlich das Plastik, weil wir es gerade weggelegt haben. Aber ich kann mir ja was abzweigen hier bei dem Constructor. Dann nehmen wir uns einfach was raus zum Bauen, packen den Rest dann zurück. So, dann müssen wir dann eine geeignete Stelle finden. Am besten so, dass wir das auf einer Höhe haben mit dem anderen. Ist ein bisschen schwer zu erkennen. Das sieht gut aus. Und jetzt können wir nämlich die Bitten dann da gut verbinden. Und wenn der Abstand groß genug ist, genau, jetzt läuft es raus. Da müssten die gleich anfangen zu arbeiten, das hören wir dann auch. Dann können wir nämlich so ein Cross da reinsetzen. Ja, da arbeiten die Fabriken, das hört man auch. Die fangen jetzt wieder an zu arbeiten. Machen wir eine schöne Kurve. Zack. Super. Naja, ist nicht ganz gerade die Kurve. Er erfüllt aber ihren Zweck. So, der läuft jetzt voll. Ups, ein Leck. Und die arbeiten wieder. Ja. Da fällt mir noch gleich was ein, denn wir haben doch ein neues Rezept für Plastik. Legen wir den Rest erstmal zurück. Aber das funktioniert erstmal wieder. Gehen wir mal kurz zurück und checken mal aus, wie viel Computer dann gleich gemacht sind. Genau, legen wir uns noch ein paar bisschen Plastik ins Inventar, damit wir da oben auch was nachlegen können, weil das ist ja jetzt nicht so viel, was da ankommt. Er soll ja trotzdem arbeiten. Nochmal voll machen. Ja, gut. Ja, jetzt müsste man eigentlich nur warten, aber jetzt gucken wir uns mal das Plastik an. Da haben wir nämlich ganz unten. Ja. Ganz unten das Rezept 60 pro Minute. Das ist natürlich so gut wie drei Raffinerien sonst. Dafür braucht man dann natürlich jede Menge Rubber. Und es hat Fuel. Aber das ist ziemlich gut, weil das Heavy Oil müssen wir ja sowieso zu Fuel verarbeiten. Aktuell. Und dann könnte man die ganze Plastikproduktion umstellen zur Rubberproduktion. Und dann einfach eine neue Raffinerie bauen, die genau das Rezept beinhaltet. Das heißt, wir würden ja mit der einen Fabrik genauso viel Plastik produzieren, wie wir aktuell produzieren, weil wir, glaube ich, drei haben, die das machen. Und dann produzieren wir gleichzeitig viel mehr Rubber. Das wäre natürlich jetzt noch eine Aufgabe, die wir, glaube ich, auch angehen werden, weil wir haben ja noch nicht genug Computer, da fehlen ja noch 20. Das heißt, die Zeit könnte man noch eben nutzen für das Setup. Das ist jetzt so der Plan. So, hier haben wir das Setup gemacht. Eine weitere Fabrik gebaut. Da müssten wir das Rezept einstellen. Genau. Deswegen sind Hard Drives so unfassbar wichtig. Der verbraucht auch gar nicht so viel. Das waren jetzt nur 30 Fuel die Minute und 30 Rubber. Das ist wirklich gar nicht so viel. So, da müsste das natürlich noch beliefert werden. Da kommt das Fuel an und von unten kommt dann das Rubber. Das ist der Plan. Ich habe noch nie dieses Teil da unten gebaut. Da muss man so Lifts draufsetzen, damit das geht. Und jetzt müssen wir erstmal die ganzen anderen Fabriken umstellen, weil die produzieren ja gerade noch Plastik. Die müssen jetzt umgestellt werden auf alle produzieren Rubber.
Genau, aber hier unten muss der Rubber ja noch irgendwie da rein transportiert werden, damit die neue Raffinerie dann auch das Plastik produzieren kann. Das heißt, wir müssen das Setup hier unten ein bisschen umändern. Das ist jetzt natürlich nicht dafür gerade geeignet. Das heißt, wir müssen etwas mehr abreißen. Denn das Rubber läuft ja oben her und da kann man jetzt schlecht einen Splitter einsetzen. Dann kommt er nämlich aus dem Boden da oben wieder raus. Also alles abreißen. Machen wir erstmal hier ein Wehchen, damit man ja auch sich bewegen kann vernünftig. So, dann muss der so rum oder da oben hin. Ja, das ist jetzt gar nicht so leicht. Ich glaube, wir setzen den hier hin und dann reißen wir alles ab. Genau, alles weg. Ich glaube, das ist da vielleicht immer noch zu nah. Da müsste man mal gucken. Ja. Da müssen wir den noch programmieren. Und zwar geht links. Ich glaube, links machen wir das Plastik. Dann geht vorne. Oder nee, links machen wir Rubber. Dann geht rechts auch Rubber raus, weil wir brauchen ja Rubber für die Fabrik. Und vorne. Da kommt ja gar kein Plastik mehr rein, so wie wir das gemacht haben, aber vorne geht einfach mal der Rest Plastik raus. Dann müssen wir es nur noch verbinden. Dann nehmen wir natürlich ein Dreierband, kein Einserband. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal. Ja, doch, das passt. Ich glaube, das untere müssen wir nochmal kurz einreißen. Das passt nämlich nicht. Ja, das sieht nicht gut aus. Da müssen wir kurz neu bauen. So, jetzt würde es funktionieren. Da geht das Plastik entlang. Und dann brauchen wir noch. Nimm mal ein Dreierband. Nimm mal ein Dreierband. Da fließt dann das Rubber hin. Nehmen wir doch ein Einserband. Es kommen ja nur 30. 30 brauchen wir ja nur aktuell. Dann müssen wir das eventuell, wenn wir dann irgendwann mehr machen, auch upgraden. Aber sparen ist ja auch immer so eine Sache, wobei wir eigentlich genug haben. Da kommt das Rest Plastik an. Genau, das geht weiter. Und der Rubber geht nach links und rechts. Perfekt. Das sieht gut aus, das funktioniert. Jetzt brauchen wir hier natürlich Strom. Ja, es ist immer so eine Sache, die vergisst man ganz gerne. Nee, da muss eine neue Wand hin. Nee, die Verbindung mache ich außen. Erstmal wird die Raffinerie verbunden und die Verbindung hier geht außen. Genau, damit wir innen auf jeden Fall mehr Plätze haben. Jetzt hat er Strom und jetzt funktioniert es. Da kommt das Fuel. Das heißt, wir verbrauchen jetzt auch mehr Heavy Oil. Das ist gut. Und produzieren genauso viel Plastik und viel mehr Rubber. Ist doch super. Jetzt muss alles noch zu Rubber umgestellt werden. Genau. Nee, das war das falsche Rubber-Rezept. Erst ist das Richtige. Hier wird schon Rubber produziert. Perfekt. Und der letzte muss auch umgestellt werden. Auch in Rubber. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt 84 Rubber. 30 davon werden direkt verarbeitet. Das heißt, wir sind immer noch im Plus von 50 Rubber die Minute. Das ist super. Überprüfen wir nochmal. Das Rubber wird links und rechts verteilt. Das ist gut. Und dann, ja. Dann bleibt eigentlich nur das, was wir von Anfang an vorhatten, noch zu tun. Ist ein bisschen länger die Folge, ist aber nicht schlimm. Wir müssen die restlichen Computer nehmen, um ja endlich den Milestone zu erreichen. Und da haben wir ihn doch. Sehr schön. Milestone reached.
Denn jetzt können wir die Viererbänder machen und vor allen Dingen das Wichtige, den Fuel Generator, also eine bessere Energiequelle. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.